Warum sehe ich sie immer so konkret vor mir, wenn sie in der Wirklichkeit auch gar nicht da sind? Ich sehe auch nichts. Ich meine, meine Kinder. Wenn sie vor meinem inneren Auge auftauchen, dann treibt mir das aus tiefem Kummer, aber auch aus Glück. Die Tränen in die Augen. Warum das denn? Weil wir unser eigenes Wesen so vereinfacht vor uns stehen sehen. Ach, du meinst, deine Kinder sind du und einfach? Nein, die sind auch viel ehrlicher und glaubwürdiger als wir. Ich war auch immer ehrlich, schon als Kind. Ach, also, du weißt doch gar nicht, was ich meine. Du hast doch keine eigenen Kinder. Das ist doch gar kein Wildschwein. Sicher? Ja. Das ist der Bertha. Du kennst das Schwein. Ja, die ist aus unserem letzten Achterwurf. Sehen die alle ziemlich gleich aus, aber ich musste sie verkaufen. Mein Shorty, die Britta hat darauf bestanden. Oh, die hat Britta ins Bein gebissen. Wahnsinnig! Und ist im Wald verschwunden. Ich bin ruiniert. Er hat einfach so die Leine da so durchgebissen, ne? Aber ich kann da wirklich nichts dafür. Bring mir mein Schwein zurück! Oder du brauchst dich hier gar nicht erst wieder blicken lassen. Warum bringen wir das Schwein denn nicht einfach zu Shorty zurück? Wir müssen erst mal rausfinden, ob da nicht doch vielleicht ein Nennwert drinsteckt. Hallo? Hat jemand hier so ein kleines Schwein gesehen? Warum? Ist weggelaufen. Was? Weggelaufen? Aus dem Stall? Hat so ein Halsband mit so einer Leine dran hier. Was hast du denn, Schwein mit dem Halsband an der Leine dran? Ja, wegen Auslauf und Bewegung. Shorty will das so. Ist ihm richtig super wichtig, das Schwein. Ja, wenn wir es irgendwo rumlaufen sehen, dann sagen wir Bescheid. Nicht, Archie? Ja. So. Danke. Bitte. Tschüss. Jo. Noch vielleicht Finderlohn drin, ne? Ja, genau. Nicht gefunden. Wie kann man nur so unfähig sein? Dann geh doch selber mit deinem bissigen Schwein. Das hat bestimmt Parasiten. Ja, die hab ich jetzt. Ja. Such das selber. Mach ich auch. Nichts nutzt. Ja, Shorty, deswegen. Nein. Wie? Ja, seht ihr denn nicht, wie schlecht mir das geht? Du, ich hab halt geschlossen. Shorty, das andere Ende der Schnur. Das muss hängen bleiben. Sag mal, Shorty, woher kommen eigentlich die Trüffel, deine Trüffelwoche? Die sind selten und teuer. Das geht dich gar nichts an. Die sammelst du doch wohl nicht selber, oder? Das ist seit 1935 in Deutschland streng verboten. Was? Trüffel zu sammeln und in den Verkehr zu bringen. Ich hab zu tun. Hättet ihr wohl die Güte, mich mit meiner Depression allein zu lassen? Danke. Bitte sehr.
Hier, du, von wem findet der Lohn für ein Schwein, du? Trüffelwoche. Ja, das ist doch das Ding, was ich im Wald gefunden habe, wo ich gedacht habe, das ist scheiße. Ja, das war Trüffel. Und Shorty will nicht, dass hier jemand erfährt, wie viel Nennwert in Bittenwarner Erde versteckt ist. Ja, aber wir wissen das. Genau, und wir haben Bertha. Ja. Wir jubeln in Berthas Schwester und die ist genauso hübsch. Ja, und dann suchen wir mit Bertha. Ja, und er mit Dings. Ja, aber das ist ja nicht ganz ehrlich gegenüber von Shorty. Oh, tschi, die Welt, die ist so. Eine Schweinerei. Und wir mittendrin. Ja. Geschlossen! Was wollt ihr denn schon wieder? Wir kommen nicht mit leeren Händen. Nein! Bertha! Was ist jetzt damit? Hä? Ich gebe einen aus. Was, das alles? Ja. Ja, da hätten wir uns ja wohl gar nicht hierher bemühen müssen. Wo habt ihr sie denn gefunden? Im Wald. Hat einfach das Seil durchgebissen, hä? Ja, die war schon immer so bissig. Ja, komm, Bertha, jetzt geht's aber los. Gemerkt, dass wir ihm das falsche Schwein untergejubelt haben. Nö, hat er nicht gemerkt. Und unsere Bertha, die findet ganz sicher Trüffel. Sag mal, Fine, was machst du denn hier? Mama schickt mich. Warum? Du sollst dich um mich kümmern, hat Mama gesagt. Woher weiß ich, dass ich hier bin? Was hast du denn da mit deinem Arm gemacht? Ich bin beim Zuckerrübenaufladen vom Hänger gefallen. Ach so. Ja, dann kümmere ich mich mal. Willst du mit deinem Vater ein Geheimnis teilen? Was denn, Papa? Wenn du versprichst, nichts deiner Mutter zu sorgen, dann zeige ich dir jetzt was Tolles. Mach ich. Hi und einfach. Ich bin hier, Art, um noch mal eine dringende dienstliche Warnung auszusprechen. Ja, gut. Nur damit sich hinterher keiner rausreden kann mit, das habe ich ja nicht gewusst und so. Ja, ja. Ich war in der Nähe vom Hochsitz, da, wo ihr immer wildert. Da habe ich so Buddellöcher entdeckt. Ach. Und das da. Trüffelpilze. Trüffel stehen unter Naturschutz. Das steht so im Bartsch. Bundesartenschutzverordnung. Ja, das weiß ich ja. Ach, und Trüffel sind Pilze? Wie gesagt, ich habe dich gewarnt, Art. Oh, du süße kleine Bertha. Endlich habe ich dich wieder. Das ist so schön. Mensch, die kleine Fine. Ja, und da war das nur so ein Augenzwinkern und nun wächst ein Pilz heran in tiefem Erdboden, im Erdreich. Und dann kommt ein Schweinchen vorbei mit seiner Schweineschnauze und riecht den Pilz. Und hinter dem Schweineschnäuzchen kommt das ganze Schwein mit dem Ringelschwänz. Und hinter dem Ringelschwänz ist die kleine Fine. Ja, können wir los? So, warte. Los geht's. So, komm.
Schweinchen, such! Schweinchen, such! Ja, meine Trüffelwoche ist doch schon längst ausgebucht. Komm, such! Volles Haus! Wo ist er denn hier? Da! Hier! Nee, hier doch! Sind die teuer, die Pilze? Ah ja, sehr. Verkauft ihr die? Ja. Da will ich auch was von abhaben. Ja, ja, du kannst ja Berta nachher ein Leckerli geben. Ich will, dass wir halbe halbe machen, Papa. Dann sag ich alles Mama. Fängt die auch schon damit an, oder? Das hat sie von Britta. Nein, Papa und ich, wir brauchen das Geld. Das ist gemein. Ah, hier, du. Wir können ihr doch einen Anteil geben, Arze, oder? Ja, du kannst gerne was von deinem Anteil abgeben. Ja, das sehen wir dann schon noch. Komm, meine. Hier, hier, komm, Schweinchen. Hier ist es gut. Such, 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 liebes, gutes Schweinchen, komm. Hier spricht der Landfunk. Wie soeben gut unterrichtete Kreise uns melden, ist in Bünnwader mit einer außerordentlich guten Ernte von Trüffeln zu rechnen. Weidmanns Hangel. Komm, komm, Berta. Na los. Komm. Na los. Such, liebes Schweinchen, komm, such. Schweinchen, bitte, liebes, süßes Schweinchen, such. Komm. Lass uns lieber woanders hin. Ja, lass uns mal für heute aufhören. Jetzt schon? Warum denn? Ja, Berta ist müde. Wer ist denn da hinten? Wir dürfen das doch eigentlich gar nicht, oder? Was meinst du denn? Du hast doch Berta an Shorty verkauft, oder nicht? Ja. Aber dann habe ich sie doch wieder zurückgetauscht für Arsch und mich. Und Shorty hat da nichts gegen? Ja, damit du Berta auf dem Hof Brauchelmann auch immer besuchen kannst. Ja, aber auch wegen der Pilze. Lügen soll man doch nicht, Papa. Auf keinen Fall. Aber wenn du so eine Rechenaufgabe mal versemmelt hast, das ist doch schon vorgekommen, oder? Ja. So, was haben wir dann ausgemacht, um deiner Mama nicht weh zu tun? Wir erzählen sie gar nicht. Genau. Und das machen wir jetzt auch hier mit Berta und den Trüffeln. Wir behalten es für uns. Gut. Gut. So, nun mal. Wo sind die Trüffel, Kongo? Wo sind die Trüffel? Ich glaube, er hat was. Was machst du da? Ja, Trüffel suchen. Hab aber ganz anderes gefunden. Ja, das sind Peters. Ach, du findest wohl auch nichts, oder? Ja, ich weiß nicht, was plötzlich mit diesem Schwein los ist. Das will einfach nicht mehr suchen. Ja, das kenne ich auch noch aus den Schützengräben. Vielleicht hat das auch eine Depression. Ja, ja. Halt, stehen bleiben! Polizei! Wem gehört das Schwein? Haben wir gefunden. Wo? Das haben wir ausgeliehen. Zu welchem Zweck? Theaterstück. Was denn für ein Theaterstück? Bambi. Bambi. Hans im Glück.
Nein. Lasst mich in Ruhe. Bin ruiniert. Ausgebucht. Die ganze Woche hätte ich volles Haus gehabt. Es wäre meine Rente für dieses Jahr gewesen. Aber das verdammte Schwein findet nichts mehr. Aber unser Schwein? Ja, ganz im Korb voll. Und dann können wir ins Geschäft kommen. Wir lassen dich nicht hängen, Frodi. Deine Rente ist sicher. Echte Trüffel? Ja, frisch aus der Erde. Ja, die sehe ich mir gerne an. Bis später. Tschüss. Trüffel, Trüffel, alle suchen Trüffel. Aber die beiden kriege ich noch dran. Sag mal, Peter, spürst du auch schon so einen Burnout? Aber ja, kennst du das auch? Oh ja, ich kenne alle Krankheiten. Lass uns das vertiefen. Mich? Glas. Und du sagst, 10 Gramm Trüffel, das bringt so glatt weg 50 Euro? Ja, wenn man das will, dann kann man damit reich werden. Ja, aber das geht ja nicht mit jedem Schwein, das ist super schoddy. Ja, aber das liegt doch nicht an Schwein. Das liegt an denen, die es leiten und lenken. Mit Kindern ist das genauso. Jedes Schwein frisst für sein Leben gerne Trüffel, das ist erwiesen. Wie viel ist denn so in dem Korb drin? Ja gut, und gerne 2 bis 2,5 Kilo vielleicht. Und wie war das nochmal? 1 Kilo sind bummelig. Oh, da kommen schon 700 Gramm zusammen. Ja, das sind dann bei 2 bis 3 Kilo ungefähr mindestens 5.000 Euro auf 1 Liter Schwein. Ja, 5.000? Ich glaube nicht, dass Shorty so viel Geld hat. Wir müssen ihm entgegenkommen. Oh, man ist aber auch manchmal herrlich im Leben, ne? Ja, vor allem, weil der Reichtum hier in unserem Boden herumliegt. Ja, einfach so, hier und da. Wenn man Schwein hat. Wo will die denn hin? Ach, die geht jetzt zu Breda. Nicht? Die will sie nicht enttäuschen und geht pünktlich nach Hause. Die Kinder sind ja heute so selbstständig, nicht? Was ist das für ein Schwein? Das ist Bertha. Bertha? Ja. Ich hab da noch was. Was denn? Trüffel. Verkaufst du mir die? Für einen halben Preis. Abgemacht. Ja, hier, guck dir das an, deine Tochter. Die ist noch mal los, um noch mehr Trüffel zu finden, um ihrem Vater eine Freude zu machen. Das Kind ist so gestrickt. So, dann zeigt mir doch jetzt mal eure Pilze. Ja, das ist Shorty, die Trüffel, die wir für dich gesammelt haben, die sind noch unterwegs. Aber ich bin sicher, wenn... Schluss mit dem Theater. Ich weiß Bescheid. Ihr beide, ihr habt mich belogen und betrogen. Das Schwein, das ihr mir gebracht habt, das war gar nicht Bertha. Ihr solltet euch was schämen. Alle beide. Hajo, deine Tochter, die ist anständiger als ihr Vater. Fine hat mir soeben die Pilze zu einem fairen Preis verkauft. Was? Scheiße. Und wenn ihr beide jetzt nicht sofort mitkommt, wird keiner von euch meinen Dorfkrug jemals wieder betreten. Ja, aber was sollen wir denn hier? Küchendienst. Ich verhafte euch hier mit alle beide. Archie und Hajo. Aber wir haben doch gar nichts gemacht. Es ist in Deutschland verboten, Trüffel zu sammeln. Ja, kannst du überall suchen. Hier sind keine Trüffel. Peter, du hörst jetzt sofort auf mit dem Scheiß. Die beiden nehme ich jetzt mit und damit basta. Wie? Sonst gehe ich umgehend zu deiner Frau und bringe die Pornohefte, die du heimlich im Wald angeschaut und verbuddelt hast. Ist das klar? Gut. Na los, ihr zwei. Wie sag ich das, Britta? Küchendienst. Mensch.
So, einmal. Dich. Da. Die Gäste warten schon. Es ist ja nicht so, Britta, dass ich mich bei euch zu Hause langweile. Und dass ich nicht weiß, was ich mit unserer gemeinsamen Zeit, nein, besser, meiner Lebenszeit anfangen soll. So ist es ja nicht. Auch bleibt die Zeit ja nicht stehen. Ja. Sonne still, Bartsche. Ich muss mich konzentrieren. Ich muss mich auf Britta vorbereiten. Und wenn man nicht so einen kleinen Zug ins Verrückte hat, so wie ich, sondern immer ausgeglichen daherkommt, der hat überhaupt keine Chance, je gemeinschaftlich geliebt zu werden. Oh, was bin ich kaputt von der Arbeit. Du und kaputt von der Arbeit? Bin ich ganz kaputt von. Kann ich heute Nacht bei dir pennen? Hast du Angst vor deiner Frau, wa? Oh, wieso das denn, Bruder? Liebt mich. Aber wenn ich morgen erst nach Hause komme, dann ärgert sie sich weniger über mich. Wir müssen ihr das alles erzählen. Wir? Oh, können wir doch. Wie das zufällig auch eigentlich alles war. Ach so, ja. Ja, wie es war. Wir hatten Shorty davon gelaufen, auf uns zugelaufen und wir wollten Shorty nur helfen. Theoretisch wollten wir die Trüffel ja sogar schenken. Theoretisch, ja. Ja, so war das. Also, wir haben uns nichts vorzuwerfen. Oh, was ist das für eine schöne Morgensonne? Guck mal. Ja, sag ich doch immer. Ganz wunderbar, Herrn.